In Berlin stellt man sich derzeit eine Frage mit beachtlicher Sprengkraft. Hat die Bundesregierung das Parlament belogen? Der Regierungssprecher behauptet nach wie vor nein, aber nicht jeder glaubt das noch. Es gibt keine Beweise, aber doch Hinweise darauf, dass das Bundeskanzleramt über die Abhörabsichten der Amerikaner mehr wusste, als sie öffentlich machte. Wünsche, die deutschen Gesetzen widersprechen. Und das schon lange. Lars Bonsack. Wer wusste hier wann was und hat welche Informationen weitergegeben? Auf diese Frage will das Kanzleramt zu Recht keine Antwort geben und gerät damit zunehmend unter Druck. Entweder hat die Bundesregierung tatsächlich bis jetzt keine Kenntnis davon gehabt, dann ist der BND, sind die Geheimdienste der Bundesrepublik vollständig außer Kontrolle. Oder die zweite Variante, die Bundesregierung hat über Jahre das Parlament und die Öffentlichkeit gezielt belogen. Gezielt belogen. Gemeint ist eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken, dass die Bundesregierung keine Erkenntnisse zur Wirtschaftsspionage durch die NSA habe, obwohl das Kanzleramt längst wusste, dass genau das die NSA probiert hatte. Die Bundesregierung informiert das Parlament immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das gilt jetzt und das gilt auch für die Vergangenheit. Die Behauptung, die Bundesregierung habe die Unwahrheit gesagt, weise ich nachdrücklich zurück. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der BND bereits ab 2008 den Hinweis gab, dass die NSA die eigentlich gewollte Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst wohl auch nutzte, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Seitdem steht der damalige Kanzleramtsminister und heutige Innenminister unter Druck. Er wolle ja aufklären, aber über geheime Dokumente dürfe er nicht reden. Es läge auch in meinem Interesse, die Dinge öffentlich klarzustellen, denn es sind Unterstellungen. Sie sind nicht wahr und das ergibt sich auch aus den Unterlagen selbst. De Maizière, Pofalla, Altmaier, drei Kanzleramtsminister, die nicht reden können oder wollen. Und dann war ja da auch noch das Ausspähen von Merkels Handy 2013. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hätte Merkel eingreifen müssen, so die Opposition. Die Bundeskanzlerin hat rückhaltlose Aufklärung versprochen. Zunächst mal geht das Bundeskanzleramt einfach das Risiko ein, hier einen extremen Reputationsschaden zu nehmen. Die Reputation bei der deutschen Wirtschaft hat deutlichen Schaden genommen. BDI-Chef Grillo reagiert mit harscher Kritik an der Bundesregierung. Spiegel Online sagt er, das Verhältnis zwischen Staat und Industrie ist erheblich belastet. An öffentlichen Terminen mangelt es der Kanzlerin nicht. An öffentlichen Äußerungen zur BND-Affäre schon. Wir haben schon über Verbesserungen in der Palliativmedizin